So, hier geschmeidig rüber, ohne einzubrechen. Sehr gut. Komm, Specki, hier hoch. Ah, da vorne, wo die Berge sind, da haben wir es geschafft. Ja, und den Bär haben wir uns auch mitgenommen. Temperatur noch alles okay. Da vorne müsste wieder ein Wolf sein. Ja. Ist das auch? Wir könnten mit der Flare Gun, könnten wir ihn wegschießen. Jo, machen wir. Ja, Papa kommt und schießt dir in die Weichteile. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht. Hat so relativ gut geklappt. Ich benutze gern nochmal das Ding. Hauptsache, der Wuffi geht weg. Da, wo ist er? Ja. Nachladen. Nachladen! Mist! Nachladen. Wird total überbewertet. Aber vor allem, wie viele Medikamente wir schon langsam nehmen müssen. Ich brauche das dafür. Und das brauche ich dafür. 84.000 Mal haben sie sich geheilt. Mist. Ja, ist er müde, ich weiß. Sollen wir links oder rechts laufen? Links war eigentlich der Wauwau, aber links ist, glaube ich, einfacher zu latschen. Was haben wir hier? Zedernholz. Metallschrott. Okay. Habe ich das letztens Eis verpennt mitzunehmen? Okay, Kohle bräuchten wir jetzt nicht. Was bist du? Papier? Eine Baseballmütze. Ach, wie goldig. Bringt die uns was? Natürlich nicht. Zerlegen? Natürlich ja. Ach, es geht noch. Schaffen wir noch in den nächsten Raum? Nächsten Raum. In das nächste Gebiet. Yo, yo, yo. Kondition lässt zu wünschen übrig. Vorne rechts ist wieder ein Baubau. Zwei sogar. Okay. Ist wohl ein Rodel. Kenne ich ja gar nicht so von Wölfe. Oh. Ich bin recht stolz auf uns. Wir haben den Bär zerlegt. Verpiss dich. Geh weg. Weg. So, einmal noch gemütlich einbrechen im Eis. Das wäre natürlich auch noch schön. Könnten wir ja mitnehmen. So, okay. Ah, da vorne haben wir's. Und dann müssen wir nur noch links runterlaufen in die Hütte. Und dann hat er endlich sein Gewehr. Und wenn er dann noch wünscht, dass wir den Bären killen, also ich will ja nicht angeben, aber den nehmen wir schon mit. Den haben wir uns schon gegönnt. So. Wenn man will, kann man das Let's Play übelst ausreizen. Wir brauchen aber schon so für eine Episode 30 Folgen. Also, ja. Gespeichert, sehr schön. Deswegen machen wir einfach mal die Storyline.
Sehr gut. Nämlich so groß ist mein Ehrgeiz, dass ich diese Story komplett durchziehe. My fingers feel numb. Ja, sie sind taub, obwohl ich letztes Mal echt mit mir gehadert habe. Ohne Kompass ist das Spiel nämlich echt gemein. Aber jetzt haben wir so langsam eine Ahnung, wie die Karte funktioniert. Und wir kommen voran. Wir haben ein bisschen Erfolgserlebnis und es muntert immer wieder auf. Schön. Sehr gut. So. Gut, wir latschen hier runter. Jetzt müssen wir... Wir sind hier raus und jetzt müssen wir wieder hier hin. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt noch brauchen. Und dann müssten wir sein Vertrauen mehr gewinnen. Ich glaube, das geht nur, wenn man ihm Holz bringt und hat natürlich das Essen, aber... Aber na gut. Wie schlimm ist es denn? Da hast du recht. Es wird wieder eine ganz knappe Geschichte. Lauf, mein Freund, lauf. Tja, und sonst so. Ne? Diesen Monat kommen extrem viele Spiele raus. Far Cry 5 zum Bleistift. Age of Empires kam schon im Februar, aber ich weiß jetzt nicht großartig, ob ich mir das nochmal hole. Obwohl es schon nett wäre. Mal so auf Twitch ein bisschen sowas zu streamen. Den alten Zeiten willen. Was noch? Und oh, The Way Out. Ich denke, das werde ich aber mit Zombietastisch auch zusammen machen. Ein richtig cooles Spiel. Boah, unsere Temperatur. Geht so langsam den Keller runter. Ich mache jetzt aber nicht extra für die 3 Meter noch ein Feuer. Das kannst du vergessen, mein Freundchen. Wir sehen auch schon bald die Hütte da hinten, also komm. Krass ist, dass wir nicht die Menschen essen müssen. Liegt hier einer rum? So hungertechnisch. So, hey, ich hab den Wilfried in Stücke zerhackselt. Magst du mit Ketchup oder oben? Ja, ein bisschen gruselig. So, da ist die Hütli. Eieiei, sind wir müde. Und temperaturmäßig voll am Arsch. Aber das nehmen wir mit. Wir schwanken sicher die Treppen wieder hoch. Vor allem, wenn wir sprinten, sind es halt 3 Pfeile nach unten für Müdigkeit. Na komm, die paar Meter schaffst du noch. Okay, so schlecht ging es schon lange nicht mehr. Ja. Somit werde ich das ja noch machen mit Far Cry und The Way Out, dass ich das immer abwechselnd mache. Also alle 2 Tage kommt dann The Long Dark und Kingdom Come Deliverance. Und alle 2 Tage kommt dann, wie gesagt, hier... Willst du mich flicken? Weil wir einmal falsch gelaufen sind. Kommt dann The Long Dark und dann einmal Far Cry und The Way Out. So. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Tada. Like hell, Mackenzie. Thanks.
I love what you've done with the place. Ha! I see you're an interior design critic now. Nett. You fixed my rifle? Yep. Found one of my own, too. Damn, not bad for a pilot. You're full of surprises. Maybe you can make it after all. Now what? I really need to get going. My friend is out there, and with all this wildlife on the loose... Whoa. Slow down. A rifle will get you out of a jam, but survival's about what you know. And right now, you don't know shit. What do you suggest? Books on tape? Smartass. No. What I suggest is Jeremiah's survival school. Student population 1. Let's see if we can keep you alive long enough to graduate. Okay, Survival Lessons. Lass uns ein wenig über Überlebensfertigkeiten sprechen. Welche willst du denn aneignen? Jagen, Angeln, Kleidung. Was möchte ich über Kleidung wissen? Es ist verdammt kalt da draußen, deine Kleidung kann also zwischen Leben und Tod unterscheiden. Ich höre... Wind und Feuchtigkeit können dich töten, wenn du sie reinlässt. Trage nach Möglichkeit Windschützekleidung aus äußerer Schicht und suche dir einen natürlichen Unterschlupf. Wind lässt deinen Körper dabei schnell sinken, bevor du dich versiehst. Hast du Unterkühlung oder Schlimmeres? Was ist mit Feuchtigkeit? Das ist offensichtlich. Schnee und Eis machen dich nass. In diesem Winter sind Erfrierungen fast schon vorprogrammiert. Trage, wenn möglich, wasserdichte Kleidung, besonders an den Füßen. Wenn deine Kleidung nass wird, trockne sie an einem Feuer. War's das? Fast. Berücksichtige auch das Gewicht. Je schwerer deine Kleidung, desto weniger Nahrung und andere Vorräte kannst du mitnehmen, ohne müde zu werden. Und vergiss nicht, du brauchst auch ein paar robuste Schichten, die dich vor Stürzen und Tieren schützen, besonders diese Tage. Das ergibt alles Sinn. Das wissen wir auch schon alles. Prima, denke aber daran, dass eine gute Ausrüstung nichts nützt, wenn du sie nicht pflegst. Nadel und Faden sind deine Freunde. Halte deine Kleidung gut in Schuss und sie wird dir gute Dienste leisten. Wenn du unterwegs bessere Ausrüstung findest, scheue dich nicht, die schlechtere über den Jordan zu schicken. Verstanden. Gut, und jetzt beweise es. Nimm meinen alten Parker. Direkt hinter den Bahnschienen findest du einen alten Aussichtsturm. Oh nein. Nimm mal ein paar Leute hinter den Bahnschienen für seinen alten Aussichtsturm. Du solltest so etwas Förster-Ausrüstung finden. Nutze sie, um meinen alten Parker zu reparieren. Ich habe doch gesagt, dass ich verstanden habe, dass ich meine Ausrüstung pflegen muss. Wissen ich nicht gleich tun, Mackenzie, und jetzt raus da. Oh, ernsthaft. Na gut, ich bin bald in den verdammten Mantel zurück. So gut wie neu. Das will ich auch hören. Ich würde aber sagen, wir schlafen erst einmal. Wie sieht's denn aus mit Essen? Hier. Boah, das braucht ja ewig. So, einmal schnabulieren, einmal trinken und einmal schlafen. So, ich lege mich mal hier hin. So, cool. Jetzt müssen wir da wirklich hinlaufen. Muss man das denn für jede Aufgabe machen? Weil dann holen wir uns nämlich zuerst jede Aufgabe, dass sie das auch lohnt, raus wieder zu latschen. So, den Schlafsack, den könnten wir eigentlich da lassen. Vertrauen abgeschlossen. Hier, bedrückt dich etwas? Stock, Stoff, Bartflechtenverband, Schweinefleisch mit Bohnen, frische Kaninchenpelz oder getrocknete Kaninchenpelz, frische Rehhaut oder getrocknete Rehhaut. Gut. Story, Vertrauen, abgeschlossen. Story, Survival Lesson, Überlebenstraining, Lichter.
Hast du die Lichter am Himmel noch einmal gesehen? Ja, konnte kaum schlafen, so hell waren sie. Irgendwas an ihnen ist anders. Nicht so wie das normale Nordlicht. Die Lichter, das Leuchten, scheinen Dinge mit Energie zu versorgen, vor allem Lampen. Bist du dir sicher? Das ist mir nicht aufgefallen. Hast du irgendwelche elektrische Geräte hier drin? Nein, ich halte mich aus gutem Grund vom Stromnetz fern. Ja, wie soll es denn aufgefallen sein? Und welchen Grund wäre das? Geht dich nichts an. Die Wölfe schienen Angst vor den Lichtern zu haben. Angst vor den Leuchten? Nein, vor Licht, wie von den Lampen an Gebäuden. Sie gingen ihm aus dem Weg. Hast du vielleicht von den Morphium genascht, Pilot? Ach, schon gut. Lichter haben wir, Survival Lessons, Überlebenstraining. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Dir bleibt nichts anderes übrig, Kumpel. Ich bin auch ohne dich weit gekommen, Pelzträger. Jetzt müssen wir kurz warten. So, jetzt. Aber nicht mit meinen blutdürstigen Bären im Nacken. Vertrau mir, Mackenzie, willst du wirklich deine Freundin finden? Hier findest du in aller Richtung nur Wildnis, soweit das Auge reicht. Das überlebst du niemals. Nochmal einen kurzen Moment warten. Jetzt. Ich höre. Ich werde dir beibringen, was du wissen musst. Und dann wirst du etwas für mich tun. Den Bären töten? Das steht ja wohl außer Frage. Wenn du den Bären nicht tötest, kommt keiner von uns lebend hier raus. Den habt ihr aber schon getötet. Alter. In einer alten Jagdhütte, wo ich das zusätzliche Gewehr gefunden habe, habe ich ein Telefon klingeln hören. Ich bin rangegangen, aber die Leitung war sehr abgehakt. Weißt du etwas darüber? Nein, aber es wundert mich nicht. Warum? Alte Telefonleitungen sind nicht vom Stromnetz abhängig, wie das bei den neuen Systemen der Fall ist. Es ist nur einer der vielen Punkte, den die alte Infrastruktur unserer modernen Fassung voraus hat. Na klar. Ich meine es ernst. Heute ist alles so integriert, so vernetzt. Es ist das reinste Kartenhaus. Wenn ein System ausfällt, fallen alle aus. Hast du eine Idee, woher der Anruf gestammt haben könnte? Das alte analoge System funktioniert vielleicht noch. Ich habe keine Ahnung, wie die Leitungen verlaufen. Der Anruf könnte von überall auf der Insel gekommen sein. Wenn du weißt, womit die Leitung und Schalter verbunden sind, kannst du es vielleicht herausfinden. Und wie stelle ich das an? Ich bin mir nicht sicher, dass niemand weiß, dass diese alten analogen Leitungen noch verbunden sind. Du bräuchtest einen alten Leitungsplan der Telefongesellschaft. Aber keine Ahnung, wo du den finden kannst. Vielleicht in einer Art Archiv. Okay, ich behalte es im Hinterkopf. So wären die alten Wege wieder zu den neuen Wegen. Telefon, mehr abgeschlossen. Lichter, mehr Wölfe. Als ich da draußen war, erwähnte jemand Waldflüsterer. Weißt du etwas darüber? Sicher, ich weiß alles über die Flüsterer. Was ist das? Eine Art Band? Ein Kult? Nichts dergleichen. Könnte auch Band sein, nicht Band. Sorry. Nichts dergleichen Ökoaktivisten. Einige nennen sie Terroristen. Sie kämpfen schon seit Jahren gegen eine weitere Ausbeutung der großen Bärinsel. Also sind sie gefährlich? Meistens nicht. Sie schlagen manchmal Nägel in den Bäumen oder klettern sich an Holzfällen oder Bergbaugeräten fest, um zu protestieren. Ernsthaft verletzt haben sie, glaube ich, noch niemanden, aber ich bin nicht gerade auf dem Laufenden. Also was sind sie, Terroristen oder Aktivisten? Ich schätze, das hängt von der Sichtweise ab. Ich mische mich nicht in die Politik ein. Eines steht fest, in der letzten Zeit habe ich sie viel mehr getan als nur flüstern. Was meinst du damit? Vor einigen Nächten hörte ich Schüsse von der anderen Seite des Sees. Könnten Jäger gewesen sein, aber die sind zu dieser Jahreszeit eigentlich nicht unterwegs. Glaubst du, es waren die Waldflüsterer? Keine Ahnung, um ihretwillen hoffe ich, dass sie sich schnell aus dem Staub gemacht haben. Mit den alten und wütenden Bären da draußen wäre das kein Vergnügen für sie. Wölfe? Sicher, es gibt da draußen viele Wölfe. Früher war das nicht so, ich habe es dir ja schon gesagt. Etwas scheut sie auf. Vielleicht ist es ein Bär nicht unsere größte Sorge.
Konzentriere dich auf das, was ich dir sage. Halte die Augen nach dem alten Bären offen. Es gibt ganz schön aufgefuchst. Neben ihm sieht ein Wolf wie ein Schoßhündchen aus. Das stimmt. Wölfe, wie die meisten Wildtiere, hassen sie Feuer. Ein Lagerfeuer hält sie nachts vom Hals, zumindest meistens. Bastel dir selbst eine Fackel und wenn du Glück hast, verscheuchst du. Und wenn ich nichts davon zur Hand habe, dann lauf. Dann wartest du, bis sie in Reichweite sind und schlägst dann mit allem, was du hast, auf sie ein. Messer, Hammer, Beil oder deinen bloßen Händen. Und du hörst erst auf zu schlagen, wenn einer von euch tot ist. Klingt nach einem Muster. Genau, wenn du leben willst, dann kämpfe. Also eher Hobbs als Darwin. Was? Ach, vergiss es. Cool. Wölfe, Ausweg. Früher oder später werde ich weiterziehen und meine Freundin suchen müssen. Ja, das bleibt dir nur ein Weg, Pilot. Welcher? Du willst nach Ausdauermühle? Dann musst du mitten durch diesen Damm. Das scheint nicht möglich zu sein. Der ganze Ort schien abgeriegelt zu sein. Zumindest die Teile, die nicht herabfielen. Das mag sein, aber das ist der einzigste Weg. Komm schon, erzähl mir mehr. Nicht bevor ich sicher bin, dass du es schaffen kannst. Was schaffen? Den Damm durchzuqueren? Den Damm und alles, was dahinter liegt. It's better I'm going. Schön. Na, toll. Also, das Ding ist jetzt so. Überlebenstraining. Lerne, wie man Kleidung repariert und ausbessert. Das wird dir dann eines Tages das Leben retten. Finde den Aussichtsturm, an dem Jeremias Felle zum Trocknen aufbewahrt. Repariere Jeremias Mantel.